Moin Moin, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gemeinsam mit Nicole und Klaus unterwegs. Wir schauen uns heute auf einem Campingplatz ein verlassenes Messi-Haus an. Oh, das ganze Haus ist komplett eingerichtet, der Strom funktioniert noch. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, kommt mit auf das Abenteuer und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Wie gesagt, hier ist der Eingangsbereich, da ist die offene Tür. Und hier schon in den großen Hausflur rein. Der Stromkasten ist auch noch komplett da, der funktioniert noch komplett. Dann komme ich hier mal in das kleine Badezimmer rein. Ist auch nichts kaputt. Hier liegen verschiedene Sachen rum. Der erste Raum, ein riesengroßer Raum. Bildschirme, jede Menge Handschuhe, ein altes Telefon, ein altes Aquarium, vielleicht für Fische gedacht damals mal. Und wie man sieht, da ist auch noch komplett viel Wasser drin, ne? Also der ganze Raum ist komplett eingerichtet. Da steht noch ein Sessel und jede Menge Dokumente. Okay, da steht sogar dein Name drauf. Tabletten. Paracetamol. Also der ganze Raum ist komplett vollgemüllt, wie man sehen kann. Gucken jetzt einmal in den Keller rein, den gucken wir uns aber gleich nochmal an. Noch eine alte Motorradjacke noch. Jede Menge Jacken, Schals, Mützen und Handschuhe. Gummistiefel noch. Dann einmal der kleine Küchenbereich. Wie man sehen kann, das Dach fällt oben leider schon ein Stück ab, aber die Küche ist noch komplett da. Jede Menge Putz an den Wänden. Ein Kalender von 1897. Achso, das war, achso, das ist die Firma wahrscheinlich. Findet man auch leider kein Datum mehr vom Kalender her. Saftige Brocken. Also hier war wahrscheinlich ein Herr mit einem Hund. Jede Menge Hundedosen. Eine Mülltüte. Dann einmal das riesengroße Wohnzimmer. Sessel, Sofa. Jede Menge kleiner Müll. Eine Kaffeedose, jede Menge Tabletten. Verbandskasten und jede Menge Dokumente. Vielleicht finde ich hier jetzt mal was und guck mal. 2008, also hier sind jede Menge Krankheitsmehrbezahlung, Schichtzulage, Samtbrutto. Vielleicht einfach Insolvenz oder vielleicht konnte er das hier einfach nicht mehr halten. War vielleicht auch schon zu alt. Da sind jede Menge gut erhaltene Fernseher, ein Riesenaquarium und ein Satellitenreceiver. 2005. Ein alter Kamin, jede Menge Jacken. Ich muss sagen, ich bin unfassbar erstaunt, was hier alles noch rumliegt. Dann halt diese ganzen Bilder hier. Und hier einmal noch ein Riesenzimmer, jede Menge Schränke, jede Menge Unterlagen. Hier ist alles voller Unterlagen. Haftputzeimer. Ein riesengroßer Röhrenfernseher, Bildschirm von einem PC, jede Menge Füllstoff, Spachtelmasse wie noch was hier. Da sind Briefe vom Amtsgericht von 2005. Und ich finde das echt heftig, wie das hier alles zurückgelassen wurde. Ja, nochmal ein Riesenzimmer, jede Menge Gläser, Geschirr, ein Kühlschrank, eine Mikrowelle, alles noch da. Vielleicht die kleine Sitzecke, vielleicht von der Küche her, kann ich mir zumindest denken. Und da ist Chili-Soße noch von 2005. Warum wurde das alles hier stehen und liegen gelassen? Oh, Uno. Leute, guckt mal. Uno-Karten. Ich frage mich aber, warum wurde es hier alles verlassen? Hier sind jede Menge Kalender drin, ne? Genau, wie ist die Person auch verstorben. Mal gucken hier. 2004. Leute, Leute, ey. Ein altes Autoradio und eine alte Zeitung von 2004. 50 Cent. Und das sind sogar viele da. So, ich denke jetzt mal, jetzt gehen wir mal ins Obergeschoss. Gehen dann runter in den Keller. Leute, jede Menge Staub. Spinnweben, die sich schon häufen. Was definitiv eine schöne Treppe.
Leute, ein altes Sportgerät. Boah, Alter, Leute, da fehlen mir die Worte. Jede Menge Kassetten, jede Menge Amtsgerichtsbriefe. Das ist ziemlich heftig, was hier alles hier rumliegt. Dann ein kleines Mini-Schlafzimmer mit jede Menge Dokumente, jede Menge Zeitschriften über Fische. Eine Schlagbohrmaschine, jede Menge Maibücher und irgendwas für ein Sprühen. Dann auch der ganze Raum ist hier komplett vollgestellt. Jede Menge Kleidung liegt hier rum. Leute! Jungs, Männer und Frauenkleidung liegen hier. Röntgenbilder und jede Menge Bilder. Alte Pflanzen liegen hier rum. Also hier ist noch, wie es aussieht, augenscheinlich alles da. Auf dem Dachboden brauchen wir nicht gehen, weil da ist leider nichts drauf. Dann haben wir hier das kleine Badezimmer. Gucken, ob das. Ne, Wasser ist leider keins mehr da. Aber es ist heftig, wie das hier aussieht. Moin. Jede Menge Duschgel, Cremebad. Da ist noch eine Urkunde von 25 Jahre von VW, glaube ich. Nee, für den Vorstand. Okay, vielleicht war das hier ein Vorstandsmitglied. Aber Leute, ich weiß nicht, was ich zu dieser Location hier sagen soll. Ich bin hin und weg davon. Ich denke aber mal, warum haben die Besitzer das einfach nicht hier ausgeräumt? Vielleicht gehört das denen, vielleicht ist das gemietet oder auch wie gepachtet, wie man es auch nennt. Reparieren leicht gemacht. Für Haus, Garten, Garage und Freizeit. Die schönsten Rezepte der Welt. Ey Leute. Komplettbuch ist hier auch noch. Jetzt gehen wir einmal wieder runter, weil ich habe euch ja den Keller versprochen. Jetzt gehen wir mal eben in den Keller rein. Mal gucken, was wir unten finden werden. Leute, schaut euch das mal an. Jede Menge. Spinnweben, ist das eklig, ey. Da ist aber auch nur noch Holz. Wegen Holzlager? Ach ja, da oben ist dann auch ein Holzkamin. Müll, Müll, Müll und Müll. Ach ja, ich wollte euch auch zeigen, dass das Rum noch funktioniert. Und zwar, wir müssen hier einmal auf die einzelne Treppe Bad Speicher. Wohnzimmer, Steckdosen, Klingel und Travo. Und das war ein E-Herd. Schaut euch das mal an. Der ganze Strom funktioniert noch hier. Komplett. Gut, dann mache ich die jetzt einmal wieder aus. Wie man sehen kann, geht der ganze Strom noch. Mal gucken. Da geht leider überhaupt nichts mehr. Schade, schade, schade. Einmal gucken, wo der Flur ist. Da ist vielleicht Flur, oder? Das heißt, der ganze Strom und die ganzen Schlüssel, die hängen hier alle noch. Ein Autoschlüssel hängt hier noch. Leute, was ist das denn hier? Vielleicht geht das ja gar nicht mehr. So Leute, wie gesagt, ich bin hin und weg von hier. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo da, schreibt was in die Kommentare rein. Aktiviert die Glocke, schaut bei mir auf Instagram vorbei, wenn ihr es noch nicht macht. Das wird hier unten verlinkt sein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein und ciao.